und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Der Postmann war gerade da und ja, ich habe bei Juwelkerze geshoppt. Und das möchte ich euch kurz mal zeigen. Es sind nur zwei Kerzen, aber ich bin ja ein riesengroßer Fan von diesen Juwelkerzen geworden. Ich kann euch ja meine vorherigen zwei Videos mal in der Infobox posten, wo ich erkläre, was das ist, wo es nochmal ein Fazit von mir gibt. Ganz kurz erklärt, das sind Kerzen mit Schmuck enthalten. Also ab einer gewissen Brenndauer kommt man dann an diesen Schmuck heran. Ich finde schon mal so die Verpackung eigentlich sehr, sehr schön. Hier wird man dann nochmal so angesprochen und ja, nochmal mit Facebook-Seite verlinkt und tralala. Noch nie war das Abbrennen von Kerzen so spannend, das stimmt wirklich. Und ich habe hier unten steht nochmal drauf, was es ist. Und zwar habe ich hier, es sind in beiden Ohrringen, weil ich bei mir bei Ringen irgendwie nicht so sicher war. Und hier habe ich zum einen die Happy Birthday Kerze. Und, oh, die riecht schon mal übelst toll. Also sie sieht so aus. Ein bisschen rustikaler vielleicht, aber ich finde das eigentlich ganz schön. Und ja, und der Schmuck, der drin ist, der ist immer im Wert von 10 bis 250 Euro. Und, oh, riecht richtig, richtig toll. Ich glaube, Happy Birthday war irgendwie so in Richtung Zuckerwatte, ja. Es riecht sehr, sehr stark nach Zuckerwatte. Aber wer sowas Süßliches mag, ich finde das richtig, richtig schön und hat auch eine sehr, sehr schöne Farbe. Und von der Qualität kann ich euch jetzt natürlich schon sagen, sind die richtig, richtig gut. Die haben eine sehr lange Brenndauer. Der Schmuck, der drin ist, ist wunderschön. Ich hatte ja einen Ring und der hat auch gepasst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie das ist. Man hat ja unterschiedlich dicke Finger, deswegen habe ich lieber Ohrringe genommen. Und als zweites haben wir hier noch Cookies and Cream, auch wieder Ohrringe. Und ich glaube, ja, es steht bei beiden da, dass es Limited Editions sind. Genau, und es sieht auch wieder so aus, ist aber jetzt ja, in so einem Weiß gehalten. Ja. Riecht auch sehr, sehr gut. Auch sehr vanillelastig. Boah. Echt, echt, richtig, richtig lecker. Ich finde es schon fast schade, dass ich sie verschenken werde. Aber das Gute ist ja, wenn ihr bei Juwelkerze bestellt, bekommt ihr dann per E-Mail nochmal einen Gutscheincode zugeschickt mit 10%. Den könnt ihr natürlich einfach für euch selbst nochmal nutzen. Oder ihr postet den irgendwo und teilt den mit euren Freunden. Und wenn dann drei von euren Freunden über diesen Gutscheincode bei Juwelkerze bestellen, bekommt ihr sogar nochmal eine Juwelkerze gratis. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ich verlinke euch diesen Code in der Infobox, wenn ihr bestellen wollt und 10% sparen wollt und mir eine Freude machen wollt. Dann nutzt den doch. Ich kann euch leider nicht sagen, wie lange der gültig ist. Werdet ihr dann in der Bestellung sehen. Falls meiner schon abgelaufen sollte, schaut mal auf der Facebook-Seite von Juwelkerze vorbei. Dort posten die Leute auch immer wieder ihre Gutscheincodes und dann findet ihr vielleicht einen, der aktueller ist als meiner. Ja, also wie gesagt, ich kann euch Juwelkerze nur ans Herz legen, nur empfehlen. Ich liebe die wirklich. Es gibt immer wieder verschiedene Düfte, deswegen lohnt es sich immer mal wieder auch reinzugucken. Wie gesagt, das ist mein absolutes Universalgeschenk. Manchmal gibt es ja so Leute, wo man nicht weiß, was man schenken soll oder denen man schon alles Mögliche geschenkt hat. Und sowas kommt bei Frauen definitiv immer gut an. Vor allen Dingen ist es für den einen oder anderen sicherlich mal was Neues. Ich kannte es vorher so noch nicht. Und deswegen hoffe ich, dass sich meine Freundinnen über diese Geschenke freuen. Ich hoffe, euch hat das Video wieder Spaß gemacht. Alle wichtigen Links findet ihr, wie gesagt, in der Infobox. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder bei meinem nächsten Video. Bis dahin, tschüss!